Die zum ersten Mal durchgeführte Bernecker Kalk Trophy 09 löst das gewohnte Mountainbike-Rennen auf die Grünburger Hütte ab und verspricht ein spannendes Rennen hinauf zur einzigartig wilden Kulisse des Bernecker Steinbruchs. Vom Dorngraben aus wird das Einzelzeitfahren in Angriff genommen. Ich habe da schon vor ein paar Jahren einmal nachgedacht über sowas und dann durch den Robert hat dann gesagt, naja, was war, wenn wir sowas einmal zusammenbringen. Sie haben sowas auf die Grünburger Hütten schon gemacht. Und dann habe ich gesagt, naja, probieren wir das einmal, ob das überhaupt sich vereinbaren lässt. Obwohl, dass wir da eigentlich alle daheim sind, da sind die wenigstens da herum noch gewesen. Und vom Tal unten sieht man es nicht. Und es war eigentlich jeder erstaunt über die Dimensionen von da herum. Und eigentlich, ja, wie ordentlich, dass das eigentlich angelegt ist da und was man da eigentlich machen kann. Auch wenn es mitten in einem Bergwerk ist. 8,1 Kilometer sind auf durchgehender Schotterstraße hinauf zum Pfaffenboden Steinbruch zu bewältigen. Wir haben immer geträumt davon, dass wir das machen können. Und heute haben wir ein historisches Ereignis. Ich glaube, eine neue Kultveranstaltung im Steiertal ist geboren. Auf den letzten Metern vor dem Ziel feuert Moderator Wolfgang Brandstätter die Mountainbiker noch einmal kräftig an. Man wird dann belohnt nach der letzten Kuppe, wenn man diesen Zieleinlauf sieht und mit den zwei Bagger und da ist dazwischen das Ziel gespannt. Also das ist wie das Erzberg-Rodeo, was für die Motorradler gibt. Ist praktisch diese Kalktrophe für die Mountainbiker. Ab dem Pfaffenboden ist um auf die Grünburger Hütten einfacher, weil es flacher ist. Aber da sind schon noch einige Steigungen dabei. Für die schnellsten 15 Herren und 5 Damen aus dem Einzelzeitfahren wird der nach Elfriede Bernecker benannte Tunnel ausschließlich für das mit Spannung erwartete Tunnelrace geöffnet. Es ist einfach eine Verbindung zu dem Gelände, dass man da wirklich auch das sportlich zugänglich macht. Die Leute geben ihr Bestes da auf. Und ich glaube, dass das spannend wird, jetzt durch den Tunnel durch, wie das funktionieren wird, weil die 15% Steigung auf die 3,5 Kilometer, das ist, glaube ich, ganz eine neue Herausforderung, was sich noch nicht gestellt hat. Da hilft nur noch das Licht am Ende des Tunnels. Ja, am Anfang ist es immer ziemlich finster und nachher geht es eigentlich, aber es ist die ganze Zeit eigentlich ziemlich laut. Also nach der Mitte denkt man sich schon, also so war es halt bei mir, das hält jetzt fast dann aus. Es ist einmal Erfahrung wert und einmal was anderes und es ist echt super gewesen, ja. Es ist schon ein Highlight gewesen, muss ich sagen, und durch den Tunnel laufen, das ist wirklich ein Erlebnis gewesen, muss ich sagen. Erstens einmal weiß man nicht, wo man die Konkurrenten eben hat, weil man ja nichts sieht, nichts hört. Da fährt man eben sein Tempo, weil ich bin unten im Dunkeln schon als Erster hineingefahren und eigentlich so wie im Zeitrennen schon mein Tempo durchgefahren und ja, es war schön, war lustig und wirklich optimal. Hauptorganisatorin Christa Halbertschlager kann das Zeitfahren in ihrer Klasse für sich entscheiden und hat noch Kraft fürs Tunnelrace. Du siehst oben ein Loch und es wird zwar das Loch wie größer, aber dann noch rauf, dann noch durchs Tür rauf, das war gescheit stark, muss ich sagen. Das ist in die Füße gegangen. Aber man fühlt sich, wenn man im Tür ist, glücklich. Ja, gratuliere, dass sie so den Mut haben und wirklich, weil das ist nicht so ohne, so einen Tunnel durchzufahren. Also, und super, finde ich, klasse, ja. Mit einem Doppelsieg in Zeitfahren und Tunnelwertung überrascht sich Evelyn Sulzer selbst. Ich habe gewusst, also heute geht es um einen Preisgeld, heute geht es um viel, dass sicher stark da sein werden. Und ich habe mir halt gedacht, ja, vielleicht kannst du vorher mitfahren, schauen wir mal, wie es geht. Und ja, natürlich, dass ich dann noch beim Tunnelrace auch noch starten darf und das Zeitfahren sogar noch gewinnen. Und mit dem habe ich eigentlich gar nicht gerechnet, aber es hat mich recht gefreut. Auch bei den Herren gibt es mit Christian Nistelberger einen Zweifachsieger. Ja, es ist schon relativ anstrengend gewesen, durch das, dass man ja keine Anhaltspunkte gehabt hat, nachher, wo man eigentlich steht. Jetzt war es eigentlich so, dass man schon unten ein gleichmäßiges Tempo wegfährt und eigentlich schon schaut, dass da was weitergeht, weil man dann nicht weiß, wo man dann liegt. Von daher war es eigentlich schon sehr interessant. Ja.
Auf die müden Mountainbiker wartet eine von den Naturfreunde-Damen und Barbara Bernecker selbstgebackene Belohnung. Ich kann mich bei meinen Mitarbeitern dafür bedanken, die auch sehr fleißig gearbeitet haben in die Vorbereitungen, gearbeitet haben heute und auch beim Braunstädter Wolfgang und beim Ruppe, beim Arbeitsschlager und bei der Christine, die sich da wirklich reingehauen haben ins Zeug, weil es ist nicht ohne, da herum was zu organisieren. Um einen Event dieser Größenordnung zu organisieren, müssen eben alle zusammenhelfen. Daher möchte ich wirklich Dankeschön sagen der Feuerwehr Mullen und unserem Bergrettungsdienst Steinbach-Grünburg, die für die Sicherheit der Besucher und der Teilnehmer sorgen. Und ohne diese beiden Einsatzorganisationen war es ganz einfach auch nicht möglich, dass man sowas macht. Also zeigt sich wieder mal, wenn alle zusammenhalten, dann entsteht was Großes. Und darauf freuen sich schon alle Sportler, wenn wieder der Startschuss ertönt zur nächsten Bernecker Mountainbike Kalk-Trophy in Steinbach an der Steier.